Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wildlands! Schön, dass ihr eingestellt habt. Irgendwie habe ich das vermisst. Ja. Irgendwie. Wildlands! Ja, wir. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vor ein paar Tagen oder so einfach mal gedacht, ach, ich schaue einfach mal wieder rein. Und dann habe ich gesehen, dass einiges neu gemacht wurde. Und dann haben wir gesagt, ach, wäre das doch ganz nett, wenn wir doch mal nochmal ein kleines Video machen und uns mal anschauen, was verändert wurde und ja, was verbessert wurde. Ja, was man sofort sieht, ist dieses Menü. Ja, ich finde, das Menü hat sich krass verändert. Also wirklich sehr, sehr, sehr verändert. Sehr übersichtlich, sehr schön strukturiert, auch oben mit den Buttons und so. Man musste jetzt auch am Anfang, wenn man sich eingeloggt hat, für einen Namen entscheiden und einen Charakter erstellen. Stimmt. Und ich was auch sofort auffällt, es ist Deutsch. Okay. Ja, stimmt, es gab Deutsch, ganz viele Sprachen gab es. Ja, sehr gut. Es gibt das Spiel jetzt endlich auf Deutsch und ich finde, das ist sehr, sehr gut, denn viele Zuschauer sind ja etwas jünger und können vielleicht noch nicht so gut Englisch und vor allem sind ja die Begriffe, die man für bestimmte Sachen hat, das ist nicht so dieser Standardsprachgebrauch und dann wird das so extrem schwer. Weiß ich doch nicht, wie die Pflanzen auf Englisch heißen. Ja, dann findet man nichts und das finde ich gut, dass das endlich Deutsch ist, weil das nämlich dann wirklich auch einfacher wird dadurch und verständlicher. So, ja, erklär mir mal das Menü. Was ist jetzt zum Beispiel Start? Ja, Start ist, da kommt der Dings, mein Profil. Das heißt, Erkunden ist dann Survival, oder? Ja, genau. Was haben wir hier? Share Games. Hier kann man Spiele teilen. Safe Games, Share Games. In Form. Aha, okay. Und mein Avatar, genau. Das haben wir ja früher gemacht. Nur den Namen kann man wohl zweimal ändern, wenn ich das richtig verstanden habe. Dann ist vorbei. Ich glaube, einmal darf ich noch. Also man muss am Anfang einen Namen aussuchen und dann darf man ihn einmal noch ändern. Aha. Keine Ahnung. Naja, genau. Erkunden ist Survival. Ne? Das, was wir immer gespielt haben, ist sogar noch unsere alte Map. Ui. Dann Editor, das ist, wo man halt Welten erstellen kann und halt wirklich sehr, sehr, sehr kreativ spielen kann. Benutzerdefinierte Spiele, das sind diese Spiele, die wir mal ausprobiert haben. Zum Beispiel... Ah, okay. Weiß ich nicht. Ja, wie so Minigames eigentlich. Ja, genau, so Minigame-mäßig, genau. Dieses Parcours zum Beispiel. Die irgendwelche Leute erstellen. Wir haben halt die von den Wildlands machen. Von Wildlands machen, ja. Genau. Oh, guck mal, das sieht schön aus Magic World. Ja, stimmt. Oh. Genau, und das ist halt, das haben die jetzt halt im Spiel integriert. Also man muss nicht mehr auf den ihre Seite gehen oder irgendwo, sondern man kann im Spiel selber danach suchen. Stimmt. Und du hier brauchst auch keinen neu Workshop oder so in Steam, gell? Dann kannst du im Spiel alles machen. Dann gibt es hier auch noch, was man schon selber gespielt hat. Wie waren das? Wollten die das nicht eigentlich machen, dass man die Sachen, die man gebaut hat, irgendwann in den Workshop haben? Ich glaube, dass das auch geht. Aha. Dazu kommen wir später auch noch gleich. Okay. Da gibt es nämlich was ganz Tolles, was ich richtig geil finde. Oh, da bin ich gespannt. Und genau, da werden wir gleich auch mal reinschauen. Genau, und erstellen, da kann man halt eigene Sachen dann machen. Also sprich, wenn ich jetzt sage, hier ein neues Spiel starten, dann kann ich jetzt hier Online-Modus, also das finde ich auch sehr schön, haben sie jetzt super verändert. Es gehen aktuell immer noch nur 8 Spieler. Mhm. Komisch. Eigentlich schade. Verstehe ich gar nicht. Weil ich mir denke, das müsste ja eigentlich... Gut, das ist noch in der Early. Vielleicht geht das dann später irgendwann mal. Aber mal schauen. 8 Spieler ist schon mal was. Ich sag nur Scrap McKenna. Ja. Ja, das stimmt. Da gehen theoretisch unendlich, aber halt nur theoretisch. Das stimmt. Erstellst du jetzt so eine Welt, oder? Ja, genau. Für Survival, aber dann können wir wahrscheinlich nicht so gut gucken, was neu ist. Survival? Ja, das ist Survival. Ach, das ist Survival? Ja, ja. Yeah. Was ist dann Erkunden? Erkunden ist alleine. Ach so. Genau, du kannst da zwar in-game dann noch auf mehr Spieler umstellen, aber genau. Aha. So, Passwort ist dann unser Datum. Ich mache jetzt auf 2 Spieler, weil mehr wollen wir ja eh nicht. Share Game. Share Game ist ein Spiel, das automatisch in die Cloud hochgeladen wird, wenn es einen Host gibt. Kann einer der beigetretenen Spieler das Spiel für die anderen hosten? Ein Share Game. Das ist natürlich schön. Sprich, wenn man zusammen eine Welt spielt und der Host ist dann nicht da, dann können sie trotzdem auf der Welt gehen und weiterspielen. Das ist cool, ja. Wenn der dann halt einfach nicht kann oder was auch immer. Oder nicht will. Ja, genau. Spaß. So, jetzt können wir hier auf der Weltkarte hier so eine Klimazone setzen. Was wollen wir denn? Wollen wir was Sandiges? Tropisch? Ja. Gemäßigt? Ja, gemäßigt klingt gut, oder? Ja, wo ist denn hier? Das ist, glaube ich, Amerika, genau. Dann ist das hier Afrika, dann hier so sind wir Deutschland. Ungefähr. So ganz genau kann man es, sieht man. Warte mal, das ist, glaube ich, England, dann müsste hier Deutschland sein. Biotop, Tiger und Tundra, okay. Ja.
Da der Stiefel da, ist hier. Ja, da siehst du den Stiefel? Wo denn? Na, da unten. Ah, da, ja, genau, dann ist das hier Großbritannien. Wir wohnen nicht unter Grönland. Ja, aber was ist denn? Ach, das ist Russland. Das ist Asien, ja. Russland, Asien, ja. Dann sind wir hier. Genau, das ist jetzt auch gemäßigt. Ja, das kommt passt. Hin. Ja. Hier so oben. Ja, das ist jetzt Norddeutschland benannt. Aber ist ja egal. Ja, gemäßigt einfach. So, ja. So, speichern. So, dann kann man hier auch noch Anzahl der Inseln einstellen. Also man kann sagen, eine große oder fünf viele kleine. Ist auch eigentlich sehr, sehr, sehr interessant. Okay, das heißt, es ist im Endeffekt nicht die richtige Weltkarte. Das ist jetzt hier nur, um zu gucken, welche Klimazone man hat. Ja, genau, richtig, ja. So, dann würde ich... Warte, aus wie vielen Inseln besteht Deutschland? 1, 2, 3. Saukiana. Ich nenne es jetzt einfach Saukiana, damit du es leicht findest. Passwort ist unser Datum. Mehrspieler ist aktiviert. Ach, hier kann man auch noch auf Erweitert, da kann man noch mehr ein. Start, Uhrzeit, Anzahl der Inseln, Landgrößen, Landhöhe. Aber dafür haben wir ja das Ding jetzt ausgewählt. So. Gut. Bin ich mal gespannt. Wird generiert, wie komme ich dann rein? Genau. Du musst jetzt dann auf. Hier? Ja, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nee. Geh mal zurück, vielleicht auf Erkunden und vielleicht gibt's da dann... Ah, da, ja. Das sieht auch ganz gut aus. Genau. Ja, das ist schön, das haben... So sieht Deutschland aus? Ach du Scheiße. Was verstehen die unter gemäßigtes Klima? Also das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht als gemäßigtes Klima, sondern eher als Trockenperiode in der Wüste. Aber sehr dicht bewachsen und sehr flach. Hast du mich schon gefunden? Ja. Okay. Naja gut, dann haben wir halt jetzt ein flaches Land. Das macht ja jetzt nichts. Es ist extrem flach. Deine Weinsel, deine Insel wird geladen. So, ja, das wenn ich das jetzt aber Insel aussprechen muss, dann heißt es ja eigentlich Ilands. Ja. Du hast es verstanden. So, okay. Und jetzt, ja. Hey, wieso habe ich den Propeller? Stimmt, ich habe den auch, weil das kein Survival ist. Ja gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Oder wolltest du jetzt Survival? Nö, gibt es jetzt da irgendwie, ich weiß schon gar nicht mehr, welche Tasten das waren. Ja, das haben sie auch enorm geändert. Also mit okay. C geht man Perspektive wechseln. I ist Inventar, wenn du jetzt I drückst, wird dir sofort auffallen, dass das komplett verändert wurde. Ja. Man hat jetzt hier oben so schöne Kategorien, Dekorationen, Blaupausen, darauf komme ich gleich. Ja, da ist ja gar nichts drin bei Dekorationen. Ja, weiß ich auch nicht warum. Vielleicht, weil man es noch nicht entdeckt hat. Dann gibt es den Creator Cube. Das war ja vorher, das musste man sich ins Inventar ziehen. Das hat man jetzt aber hier oben als Tab hingemacht. Und dann sind hier auch wunderschön, hier mit den Kategorien zum Beispiel Kleidung. Dann hast du da deine ganze Kleidung drin. Dann hast du hier Nahrung. Das haben sie schon sehr, sehr, sehr schick gemacht. Und dann kann man das auch direkt ins Inventar legen. Also das ist schon sehr cool. Crafting, das finde ich auch gut. Das ist ja geil, weil Nahrung gibt's. Geh mal auf Nahrung. Und dann da halbe Ananas. Halbe geh mal Ananas. Rein. Gibt's in allen möglichen Varianten geschnitten. Ja. Entweder damit so du einmal durch und dann gibt's die Unterseite und die Oberseite oder genau. In der Mitte gehälft. Damit du besonders kreativ sein kannst. Wie cool. Genau, und dann hast du oben ganz oben rechts dein Inventar. Das ist halt das, was du dann hast. Ah. Da gibt's auch immer Suche dann. Dann Crafting, das ist auch sehr, sehr, sehr schön. Da kann man zum Beispiel auch gucken, was man vor kurzem hergestellt hat, was man neu gelernt hat. Schlüsselgegenstände, also Sachen, die entscheidend sind. Fahrzeuge, das sind halt die Sachen, die man halt entdeckt hat. Also da wird noch nicht so viel drin sein, weil wir noch nicht so weit sind. Ja, genau. Und man sieht halt, alles ist auf Deutsch. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Es ist eigentlich ein super, ja, es ist fast schon ein neues Spiel. Ne, ist ja echt cool. Gealterter Pilz habe ich gerade irgendwo gelesen. Ne, gebratener Pilz. So, ja, dann komme ich mal zu den Blaupausen. Und zwar kann man ja mit Geld Coins kaufen. Und mit diesen Coins kann man ja dann diverse Dinge kaufen. Also zum Beispiel auch Emotes machen. Ich habe letztens hier was Neues reingeholt. Warte mal, alle Modes. Was war es denn? Die Welle. Nee, das war es nicht. Ich habe noch kein Haustier.
Der Moonwalk? Was, der Moonwalk? Nee, den konnte ich auch schon vorher. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, genau, und die Blaupausen, es gibt irgendwie ein Gerät, womit man Blaupausen machen kann von seinem Objekt, das man gebaut hat. Ah. Und diese Blaupausen kann man dann, ja, teilen. Und die Blaupausen, die ich jetzt hier habe... Du hast also, welche? Ja, ich habe welche. Wie gesagt, man kann mit den Coins Sachen kaufen. Ah. Und da sind sehr, 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 sehr schicke Sachen drin. Also so eigentlich überwiegend so Standardsachen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so ein Holzhaus. Ja, dann kann ich das hier direkt hier so fertig hinplatzieren. Bin jetzt gespannt. Zeig mal. So, muss ich, kann ich da rein? Was ist das? Kann nicht innerhalb des Gebäudes. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was das ist, aber Standard ist zu weit entfernt vom Entwurf. Hast du ein Haus gebaut? Ja, genau. So, aha. So sieht das bei mir aus. Achso, jetzt ist es okay. So, und jetzt glaube ich, genau, jetzt steht da, was man benötigt. Aha. Und jetzt kann man diese Sachen da halt da dann, die, ach so, die muss dann man halt wird dann. Das gebaut. Genau, dann wird das aha gebaut. So, also wir brauchen jede Menge Stein und Holz. So, dann mal Rohstoffe. Dann mache ich mal Stein und Holz. Was ist denn? Okay. Eisenbrocken. Skat. Ich kann ja die Suche nutzen. Und jetzt kann ich sogar auf Deutsch. Stimmt. Stein. So, was für Steine brauche ich denn? So, also, keine Ahnung. Kannst du es benutzen? Ja. Ganz oben, da, ja. Ja, ja, aber mein, das ist nicht hier. Okay, muss ich das Inventar ziehen. Gucken. So, genau, also Steinbrocken, Baumstamm M, Holzbalken und Plank. Ach du Scheiße, das ist ja mega viel. Ich kann das ja gar nicht ins Inventar ziehen. Von dem Creator Cube. Wieso geht das nicht? Wieso nicht? Weiß ich nicht, was nicht geht. Ey, jetzt hast du es unten in der Leiste ja drin. Ja, jetzt will ich es ins Inventar haben. Das müsste ja eigentlich gehen. Geh nochmal auf den Creator Cube. Und da steht ja rechts dann auf ins Inventar legen. Ah. Wahrscheinlich musst du das so machen. Was hast du jetzt genommen? Rohes Glas. Ah, jetzt ist es im Inventar. Okay, verstehe. Oh. Aber da legt er mir nur ein einziges rein. Ja, das geht bestimmt irgendwie. Halten zum Rotieren. Ich komme da noch nicht ganz klar. Man kann hier jetzt so spammen. Aber ich glaube, das ging auch mal irgendwie anders da. Weil so brauchen wir ja Jahrzehnte. Ja. Ich glaube 256 Glas brauche ich. Nein, ich glaube, ich brauche über 1000 Planken. Ach okay. Ja, das muss irgendwie anders da gehen. Warte mal, halten. Ne, was ist das hier? Ne, das ist ein Unendlichzeichen. Aber das. Vielleicht mit Shift. Steuerung. Ah, Steuerung. 50, so. Aber dann kannst du ja auch nur 50. Ja, ich kann hier jetzt 100 dann nehmen. Das sind 50. Wahrscheinlich die Stacks. 50. 50. Ja, das geht auf jeden Fall schneller. Ja. So, jetzt habe ich 301. Tja. Hoffe ich. Hey, er zeigt mir jetzt aber nur 50 an im Inventar. Ah, nee, jetzt, okay. Alles klar. Ah, jetzt kann ich das hier so reindingseln. Das benutzt schon jemand anderes. Okay, also ich brauche noch über 700. Ich brauche 1700 Planken. Sehr heftig. Wie tue ich das jetzt da rein? Ich habe Rechtsklick auf, das, auf den Gegenstand gemacht. Dann war der drin. Ah, dann zählt es da runter, okay. Also klar. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ah ja, so. Also 800, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Ach du Scheiße. Sehr heftig, gell? Wenn man sich das vorstellt, wir sind jetzt im kreativen Modus, muss man natürlich ganz schön sammeln. Ja. So, dann mache ich jetzt die Nägel. Die habe ich schon. Ah, okay. Die habe ich schon. Was brauche ich noch? Steinbrocken. Steinbrocken? Ja.
Dann mache ich Baumstamm im. Brocken. Wie viele? Weiß jetzt nicht. Ich glaube 300 oder so. Okay, 50, 100, 200, 300, machen wir 400. So. Ich mache den Baumstamm M. Okay, dann mache ich noch den Holzbalken M. Hast du da jetzt gesehen, wie viel Baumstämme ich brauche? Oh, nee. Aber ich glaube, mit 500 bin ich gut bedient. Hilfe. Ach, guck mal, es nimmt schon Form an. Ach so, ja, okay, das will ich jetzt auch gleich sehen. Das habe ich jetzt gar nicht, drauf aufgepasst. Steht ja schon die Hälfte. Oh, es macht auch so, oh, flott, das ist so cool. Flott, es baut sich jetzt. Aha. Aha. Boah, schön. Das heißt, wenn man da wahrscheinlich, je nachdem, was man reinlegt, dann setzt sich das da hin, ja. Scheinbar. Genau, die Balken fehlen jetzt noch, ja. Bin ich gespannt. Aha, so. Cool. Und also das Haus hat jetzt jemand anders gebaut und du hast die Baupause gekauft. Weiland Entwickler haben das gemacht. Mhm. Genau. Und jetzt hab ich die Pläne letztens gekauft und jetzt hat man hier so ein fertiges Haus. Und es gibt ach, so viele coole Sachen. Also hier, ich kann ja mal kurz zeigen. Also hier, da ist so, hier so eine Holzhütte. Aha. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Dann gibt es hier noch eine kleine Holzhütte, ach Gott. Baumstammhaus, oh. Ein Unterschlopf, Schlopf. Kleiner Schuppen. Ich bin hier untergeschlopft. So ein Fort oder so. Ah, cool. Lehmgewächshaus. Aha. Dann hier so eine Scheune für Pferde oder so. Arbeitsfläche, auch mhm. sehr, sehr schick. Ein Stall. Aha. Atypisches Haus. Und das Holzhaus. Da gibt es halt viele, 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 viele. Ja, das ist cool. Halt voll cool. Und man soll diese Blaupausen auch selber machen können. Mhm. Also man hat hier, warte mal, mal gucken. Creation Cube, Energiewolken. Das ist ja auch jetzt alles schön deutsch gemacht, das finde ich cool. Genau, hier die Blaupausen. Und das ist hier so Blaupausenkamera, um ein bestehendes Gebäude aufzuzeichnen. Das probieren wir jetzt nochmal aus. Schauen wir mal. Blaupausenkamera, genau. Machst du jetzt ein Foto? Also mache ich wahrscheinlich ein Foto, mach ein Foto von mir. Auswahl beginnen, wie funktioniert das jetzt? Oh. Er stand ja eigentlich hier. Du kannst Blaupausen überall benutzen, die Blaupausen, um bestehende Gebäude aufzuzeichnen. Wähle. Aha, okay. Keine Ahnung. Hast du das eine Blaupause platzieren oder was? Nee. Stand da aber. Ja. Wenn du es dann bauen willst. Wieso geht das hier nicht? Blaupausen können nicht. Können nur im Entdeckungsmodus aufgezeichnet werden. Aha, okay. Aha. Alles klar. Okay, gut. Dann entdeck mal was. Hä? Scherz. Guck mal, Bärchen. Ja. Ist jetzt natürlich nicht die schönste Landschaft. Aber es ist schon schön, ne? Also es ist schon cool. Theoretisch kannst du dann auch Innenarchitektur mit rein tun, wenn du sagst, ja, ich will mein Standardhaus überall mitnehmen. Oder Fahrzeug oder so. Alles möglich. Ich habe dann auch mal durch die Listen geguckt, so, ob es irgendwie was gravierend Neues an Items gibt. Also viel ist nicht mehr dazu gekommen. Man muss aber auch dazu sagen, es gab ja eh schon extrem das viel. Stimmt, Items gab schon viel. Also auch jetzt so Fahrzeuge, da ist gar nichts dazu gekommen. Also keine neuen Dinger, Verdeckungen oder sonst irgendwas. Also da ist wirklich nichts mehr dazu gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt vielleicht die eine oder andere Lampe vielleicht dazu gekommen ist oder der andere, eine oder andere Stuhl oder so, aber wenn man jetzt hier so mal durchguckt, finde ich jetzt eigentlich nicht so viel. Um ehrlich zu sein, gar nichts. Ja, macht ja nichts. Oh, Materialien. Ressourcen habe ich dann auch mal geguckt, da war auch nichts Neues dabei gewesen. Ich glaube, dass da
eigentlich alles noch so bestehen geblieben ist, nur halt noch verbessert. Und wie gesagt, da war ja eh, ist ja eh schon unglaublich viel dabei. Tiere gibt es, glaube ich, auch keine neuen. Oh, schade. Alles noch so wie vorher. Ja. Ja, willst du dann anscheinend in den Entdeckermodus gehen, oder? Nö, ich glaube, das passt soweit. Frag nicht. Ja. Ich weiß nicht, was es ist. Keine ich Ahnung. Auch nicht. Es sieht schön aus, findest du nicht? Ich weiß noch nicht. Es könnte vielleicht mal gut aussehen. Könnte. Das tut es jetzt schon, finde ich. Da kommt man schon ein bisschen wieder Lust auf Violence, gell? Ja. Mal schauen. Ja, liebe Leute, ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr die Updates findet. Würde mich mal freuen. Und ja, vielleicht bewegt es den einen oder anderen wieder Violence zu spielen. Ist ja immer noch ein super schönes Spiel und ja, und es ist jetzt einfach toll, dass das jetzt auch auf Deutsch ist. Und vielleicht sagt der eine oder andere jetzt, ja, ich bin immer irgendwo hängen geblieben, weil es auf Englisch war und ich das einfach nicht verstanden habe, wie ich was wie wo zusammenstecken muss. Und jetzt ist es auf Deutsch, jetzt kann ich auch dieses Spiel endlich spielen. Und ja, dann würde ich sagen, probiert es selber aus und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi! Tschüss!